jetzt zu einem Trio, das in der Kleinkunstszene bereits einen grossen Namen hat. Drei wunderbar attraktive Männer, die aber noch wirklich Pfeffer im Hirn... Nein, wo haben sie Pfeffer? Okay, was sind die eigentlich? Eine Musikgruppe oder eine Comedygruppe oder was? Sie sind richtige Mundart-Akrobaten. Sie spielen ungefähr 31 Instrumente. Das ist die letzte amtierende Punkband in der Kleinkunstszene. Oder Cabaret, oder wie würde man dem sagen? Was sie selber machen, das nennen sie musikalische Kurztherapie. Wer heisst schon Heinz der Specht? Heinz der Specht, ja, so heisst er. Heinz der Specht! Heinz der Specht! Heinz der Specht! Heinz der Specht! Darf man mit dem Mikrosack in die Go-Go-Posche gehen? Oder im Tram neben jemanden sitzen, wenn alles leer ist vorne dran? Darf man von der Pizza den ganzen Rand im Teller liegen lassen? Ich glaub, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran. Darf man, wenn man gefragt wird, wirklich sagen, wie es einem geht? Und auf die Frage, hey, was denkst du, gerade die Antwort geben, das sei privat. Darf man an der Swingerparty auf dem Siebe stehen? Ich glaub, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran. Darf man bei Titanic laut lachen ganz am Schluss? Oder beim Begrüßen sagen, für mich bitte kein Kuss? Darf man als siamesischer Zwilling ein Einzelzimmer haben? Ich glaub, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran. Darf man zu einer Schwangeren sagen, grüezi miteinander? Ist das kein Problem, ausser man schüttelt beide die Hand? Darf man mit so blöden Witz aufs Publikum losgehen? Ich glaub, das darf man nicht und da halt ich mich auch dran. Den Nachmittag lang sein alte Zeug spielen gehen. Und die Leute im Voraus die Lieder für die Show auswählen lassen. Darf man das Publikum schon im ersten Lied mitsingen lassen? Ich glaub, ich glaub, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran. Ich glaub, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran. Ich glaub, das darf man nicht und da halte ich mich auch dran. Ich glaub, das darf man nicht. Jetzt muss ich etwas zu essen haben. Im Leuen gibt's heute Kacke zum Törnli, Äpfel, Makronen und Wurstkässalat. Im Kreuz gibt's heute Braten und Nüdeli mit Rüebli oder Blattspinat. Stramm wie Soldaten in zwei Reihen sind sie im Körbli sortiert. Vorne sind sie Anstocher, zwischen dem Salz und dem Pfeffer platziert. Hinten rechts steht das braune Matschi-Fläschli, stolz wie der Schwingerkönig. Und nebendran hat das gelgrüne Dösli eine leuchtend rote Kappe an. Das Körbli heisst Menage und der Tragbügel, der ist gerade auch der Ständer für die Speiskarte, die sonst stören würde. Auf dem Tisch. Im Leuen gibt's heute Kacke zum Törnli, Äpfel, Makronen und Wurstkässalat. Und zu all dem passt wunderbar Matschi und Aromat. Nebendran hat es einen Behälter aus Plastik, da kommen Bierdeckel rein. Und ein gefalteter Karton auf dem Tisch weist auf die Sauserzeit hin. Die Servietten sind vor dem Velo und die Tisch sieht irgend von einem Bier. An der Wand hängen die Fahnen vom Turnverein und die Geweih von toten Tieren. In einem Halter klemmt der Blick und wenn das Fräulein die Stange bringt, hörst du Frau Signor, die aus alten Boxen über Glück
und Tränen singt. Im Kreuz gibt's heute Braten mit Nudeln oder Wirdeli mit Herdöpfelsalat. Und zu all dem, oh, passt wunderbar Matschi und Aroma. Und wenn die nächste Runde kommt, lernen sie gelesen noch schnell. Und dann reden sie über die Abstimmung, wo es am SRF am Kragen geht. Und zu all dem passt wunderbar Matschi und Aromat. Salz, Pfeffer, Zahnstocher, Matschi und Aromat ständig in der Menage auf jedem Tisch parat. Stramm wie Soldaten in zwei Reihen sind sie im Körbli sortiert. Doch diese Woche ist im Sternen etwas Unfassbares passiert. Es ist wirklich nicht zum Glauben, aber wie man sich im Dorf erzählt, hat die Neue am Dienstagmittag neben dem Aromat ein Tabasco-Fläschli gestellt. Nicht an. Gut, ich muss zugeben, ich kann die Brille nicht dabei. Und du hast nicht nur die Lippen machen lassen. Wenn du kein Wort mehr musst verlieren, weil so alles klar ist. Wenn ein Blick schon genügt, so spüren, dass du alles für sie bist. Wenn ewig viel, viel zu kurz scheint und du alles für sie. Dann kannst du sicher sein, dass nie. Wenn kein Wort mehr willst verlieren, weil ja alles schon gesagt ist. Wenn ein Tritt schon genügt zum Spüren, dass du auf ihrer Seite liegst. Wenn es dir wie ewig vorkommt, seit du alles für sie gibst. Dann, mein Freund, kannst du wirklich ganz, ganz sicher sein, dass nie bist. Wenn du Böcke für ein Boris
ist und sie das lächelnd registriert. Wenn sie Dachs und Bein und Schnauzhaar schon seit Jahren nicht mehr rasiert. Wenn sie kommt und zähputzen, wenn du am Schiessen bist. Dann kannst du sicher sein, dass die Liebe ist. Ja, dann kannst du sicher sein. Wir möchten die Mietmieterschaft wieder einmal darauf aufmerksam machen, dass Schuhe, Schirm und andere Privatgegenstände im Stegenhaus nichts verloren haben, dass die Einfahrt vor der Garage kein Fußballplatz ist und die Ablage in der Wäschküche kein Wickelt ist, dass man den Velokeller nicht mit all dem Sperrmüll füllt und den Abfallsack erst am Morgen an die Strasse führen stellt. Dass man nach den 9 die Haustür zweimal geschliessen tut. Das gilt auch für die Frau Molli, so schlupft man den Hut. Mit dem Schreiben möchten wir die Mieterschaft wieder einmal darauf aufmerksam machen. Das Grillieren auf dem Balkon die Nachbarschaft stört, der Gartenschlauch ganz allein am Hauswart gehört, dass PET-Flaschen nicht kompostierbar sind und der Sandkasten kein WC ist für Hunde oder Kind, dass man das Papier nicht einfach in Mikrosack vor die Türen stellt und der Wäschplan auch für Studis und Albaner gilt. Von der Briefkasten darf man kein Velo parkieren und bitte das Gestöhne nach den Zähnen reduzieren. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich euch das sagen muss. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich euch das sagen muss. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich euch das sagen muss. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal. Molle? Guten Abend, Herr Holzer. Ja, wir haben gestern Wäschtag, ja, genau. Ist irgendetwas nicht? Ja? Nein. Nein, sicher nicht. Weil wir putzen den Handler immer genau so raus, wie sie es uns einmal gezeigt haben. Wir nehmen all die Füße aus dem Gitter rausnehmen und das ausspülen. Und wenn. Nein! Nein, also nein, wirklich, das hat nichts mit uns zu tun. Haben Sie schon geschaut, wer heute Wäschtag hat? Vielleicht haben Sie die nicht im Griff. Tun Sie es denen mal. Herr Holzer? Eben, Sie sind noch da. Ja, ja. Wir probieren trotzdem zu denken, das nächste Mal ist gut. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal. Ich hoffe, das ist jetzt das letzte Mal, wo ich euch das sagen muss. Danke fürs Verständnis und mit freundlichem Gruß. So, das Ganze plätschert vor sich hin. Die Stimmung wie bei der Einweihung einer Kläranlage, da haben die Spechte aber auch ihren Anteil dran. Da muss mehr kommen, da muss mehr gehen, da muss Rhythmus rein, sonst wird es eine ziemlich langweilige Angelegenheit heute. Dass da Christian Weiß an der Seitenlinie Wasser trinkt, ist schon fast der bewegendste Moment bisher in diesem Spiel. Keine Ahnung, was der Weiß da löschen muss, den Durst sicher nicht. So viel hat der bisher nämlich nicht gemacht. Mal sehen, ob die Erfrischung auch Schwung ins Spiel bringt. So, allmählich kommt da Bewegung in die Szenerie. Das ist Roman Rücklin, der sich da anschickt. Und der ist schnell, verdammt schnell sogar, auch wenn es auf den ersten Blick nicht den Anschein macht. Der sprintet da aufrechts in den freien Raum. Wahnsinn! Auch Christian Weiß hat den Motor angeworfen, stellt seine Gitarre weg und meldet sich zurück im Spiel.
Dann Daniel Schaub, der bedient Weiß mit dem Bass und diese Vorlage, die war nicht einfach. Clever gemacht, mit viel Gefühl. Die Spechte sind wieder da. Die Ausgangslage, sie ist vielversprechend. Ricklin, instinktiv, sein Griff zur Gitarre gekonnt, Weltklasse. Und wie beim Dominospielen kommt jetzt eins zum anderen. Daniel Schaub, als Langsamstarter bekannt, greift zur Mandoline. Und er beweist damit viel Übersicht und das Auge fürs Detail. Keiner hätte ans Plektrum gedacht, Schaub aber schon. Schaub mit dem Plektrum für Ricklin und der lässt das Ding fallen. Das gibt's doch gar nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ricklin lässt das Plektrum fallen, meine Damen und Herren. Ricklin lässt es fallen. Weiß kann es nicht fassen, wir auch nicht. Die Chance ist vertan. Das war's dann wohl. Mit 17 bin ich voll auf die Eva gestanden. Er sie gefragt, ob sie aus Zürich West willkommen. Ich glaub, bei ihr hätte ich können landen. Hätte Kuno sie nicht hinter die Bühne genommen. Das nächste Mal mach ich's besser. Das nächste Mal klappt es schon. Das nächste Mal kann's jetzt nur noch besser kommen. Mit der Bär bin ich drum zum Polohofer. Der Pariser schon bereit, falls es passiert. Hat keine Ahnung, wie das so läuft als Lofer. Und hat Packingsbila gescheiter mal studiert. Das nächste Mal mach ich's besser. Das nächste Mal klappt's schon. Das nächste Mal kann's jetzt nur noch besser kommen. Kurz drauf aber bin er feine Nacht im Leuen. Hat sie's mir denn gesagt und ich hab denkt, oh shit. Noch paar Monate hab ich doch noch anverfreuen. Bis sie gesagt hat, dass es Meidli gibt. Das nächste Mal mach ich's besser. Das nächste Mal klappt's schon. Das nächste Mal kann's jetzt nur noch besser kommen. Zum Kotzen. Sie nörgelt den ganzen Tag und ich bin recht erstaunt, dass sie nicht mal aufhört zu motzen. Nach 12 Schlaftabletten im Büchermüsli drin. Aber das nächste Mal mach ich's besser. Das nächste Mal klappt's schon. Das nächste Mal mach ich's dann zum Beispiel so, dass ich Gin Tonic mische mit Strychnin und rette giftiges Aspirin. Oder bei einer Wandlung stürzt sie halt aus Versehen im Gletscherspalt. Mir schlüpft mein Nagel an der Wand. Der Hammer sau blöd aus der Hand. Und es könnte doch sein, dass sie im Bett einen Kettensägeunfall hat. Wo ich das denk, lieg ich im Bad und merke, dass mein Herz nicht schlägt. Das nächste Mal mach ich's besser, und zwar von A bis Z. Das nächste Mal werde ich schauen, dass der sie einen Unfall hat. Das nächste Mal mach ich's besser, und dann wird alles schön. Das nächste Mal komm ich raus, wenn sie dort steht mit dem Föhn. Es folgt das Kommuniqué zum Programmloch. Liebes Publikum hier am Humorfestival, wir wurden von diversen Veranstaltern, unseren zahlreichen Sponsoren sowie von unserem Management darauf hingewiesen, dass laut Kleinkunst und Pantomime Paragraph 4b Abschnitt 12, wir zitieren: In den ersten 20 Minuten eines Liederabends
der direkte Kontakt zum Publikum aktiv hergestellt werden muss. Zitat Ende. Trotz zermürbender Diskussionen ist es uns nicht geglückt, eine geeignete künstlerische Lösung hierfür zu finden. Wir bitten Sie um Verständnis für das deshalb an dieser Stelle entstehende Loch im Programm. Sollte man auch da ein Lied machen, wo das Loch im Programm stopfen tut. Und wie meistens bei solchen Sachen kommt es im Animator-Stil sicher recht gut. Und wir könnten singen, die Bühne verlassen. Im Publikum gängt die dann das Licht an und wir würden zumindest in den Leuten stehen. Und dort Hände gehen, schütteln den Leuten in den Arsch, kriechen und sagen, schön sind ihr da. Ja, erfahrungsgemäß könnte so sein, langsam schmelzen und auch die gewünschte Nähe entstehen. Und dann würden die Leute klatschen, nur weil wir ganz cool würden da stehen und posen im Licht. Und fändet es toll, wenn einer von uns mit der Spritzpistole ein bisschen Action macht. Wenn's denn noch Konfetti würde regnen. Und Seife blasen. Stimmig im Saal garantiert und sogar die Arbeit vom Göks hinter dem Mischpult wird mit der Welle gutiert. Oh, oh. Ja, Veranstalters, Management und Sponsoren, sie all wären glücklich und froh, wenn's an dieser Stelle so etwas gäbt und das Loch in dem Programm dann nicht mehr würde kommen. Heute möchte ich euch aufklären über all die Unfairen Gesetzmäßigkeiten von der Globalisierung, die kapitalistischen Ungerechtigkeiten. Würd so gern solidarisch mit dem Lied da go kämpfen für die Natur, die in Gefahr ist und gegen das Elend und die, die schon zu viel haben und immer noch mehr wollen.
Aber es kommt mir ein Love-Song dazwischen. Ich bin entsetzt, wo mir die Gedanken verwischen. All meine Vers besetzt, dabei hätte ich jetzt doch viel lieber mal geflucht. Über die Weltbank und die NATO hat Lösungen gesucht, wo ganz sicher bis dato noch niemand drauf gekommen ist. Nicht mal der Einstein oder der Plato. Aber es kommt mir ein Love-Song in quer. Es fällt mir nichts anderes ein, als dass ich gern bei dir wäre. Zwecks ewiger Liebe, bitte sperren die Diebe, wo mir die Ideen klauen, mein Protestsong versauen und mir unterstellen, dass ich lieber eine Frau hätte, als mich zu engagieren gegen den Imperialismus, gegen die, die regieren. Ich glaube, ich muss es mal in C-Dur probieren. Ah, aber auch da kommt ein Love-Song dazwischen, weil ich sie vermisse und nur schon ein paar gern gewusst hat, ob ich sie kann küssen. Oh Baby, ich brauch dich so fest. Du bist wirklich die Einzige, ja, du bist die Best. Schalalalalala, du machst mich glücklich und froh. Schalalalalala, du bist mein Herzblatt und so. Schalalala, du bist mein Herzblatt und so. Schalalala, du bist mein Herzblatt und so. Wissen wir halt jetzt auch immer noch nicht. How many roads must the man walk down? My friend is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Es hat kein WC-Papier mehr und das Klima erwärmt sich Tag für Tag. Es hat noch nie so viele Katastrophen gegeben und auch noch nie so viel Mord und Totschlag. Es hat kein WC-Papier mehr und die Arbeitslosigkeit nimmt zu. Habt ihr all die Drogendealer gesehen? Jemand muss endlich etwas tun. Wer hat die letzte Rolle gebraucht? Wer hat das letzte Papier genommen? Wer hat die letzte Rolle gebraucht und kommt verdeckelt noch einmal? Kein neuer Tag. Es hat kein WC-Papier mehr und der Regenwald stirbt auch. Bald wird es kein Gletscher mehr geben. Dafür gibt es Vogelgrippe und HIV. Es hat kein WC-Papier mehr und im Meer schon bald kein Fisch. Man muss das wirklich tierisch ernst nehmen und eruieren, wer für den Schlamassel verantwortlich ist. Wer hat die letzte Rolle gebraucht? Wer hat das letzte Papier genommen? Wann wird mich endlich jemand hören und mich mit einem Hackli-Pack retten kommen? Yeah, yeah. Es hat kein WC-Papier mehr. Yeah, yeah, wer hat die Welt so kaputt gemacht? Wie hat's nur so weit können kommen? Dass man nur schadenfreudig lacht, wenn einer mit dem dreckigen Füllig muss aufstehen. Es hat kein WC-Papier mehr und ich hock da schon fast eine Stunde. Es hat kein WC-Papier mehr. Mein Hinterteil ist schon ganz wund. Es hat kein WC-Papier mehr. Hättest schon gescheiden vor. Mein Arsch tut wirklich ziemlich weh. Hättest gescheiden geschaut, ob es noch genug hat. Es hat kein WC-Papier mehr. Hättest
schon gescheiter vorher gelaufen. Soll ich echt das Unterli blinden? Yeah, yeah. Oder am Seferovic geschuld geben? Jö, jetzt schau mal das herzige Büebli an. Er hat schon so einen grossen Kopf und auch ein paar Hörli dran. Er macht die Windeln wie einen grossen, in allen Farben richtig gesund. Und wie ein Ueli kommt da jede Nacht pünktlich all zwei Stunden. Er ist so schnüsig, wenn er schreit, bevor ihn die Mami stillt. Und wie er nach dem Kötzle lief in meine Richtung schilt. Er ist so gescheit und merkt im Schlaf noch, wenn man aus den Töpfen schleicht. Ja, ich bin stolz, dass alle sagen, dass der Bub mir total gleicht. Das herzig Büebli an. Schau, wie er noch mit knapp zwei Jahren jetzt schon laufen kann. Er weckt jetzt ständig das ganze Haus auf, wenn er nächtlang Türen schreit. Und kann schon Arschloch zu mir sagen, weil das Mami immer sagt. Er ist so stüssig, wenn er alle mit seinem Charme betört. Währenddem er in der Stube das Mobiliar zerstört. Er ist so süß, wenn er das Gemüse an die Decke wirft und Debi lacht. Und weil er die Windeln nicht mehr hat, sein Geschäft in die Küche macht. Herzig Büebli an. Er kann schon ganz allein den Weg in Kinski gehen. Er redt sogar schon Englisch, fuck und shit in jedem Satz. Und aus dem Garten warft er grosse Steine nach der Nachbarskatz. Es kommt jetzt vor, dass er sein Mami in den Kasten beschliesst. Im Luftgewehrchen auf die Rentner schiesst. Auf dem Spielplatz schlägt ein kleines Kind, das sich nicht wehren könnte. Ja, ich geniesse es wirklich mit dem jedes zweite Wochenende.
mir schon ein weh. Tue mir schon ein weh. Ich halte ein paar Köpfe über Wasser und das Schwänzchen nimmt in die Höhe. Jedes Mal ein Lied. Spring nicht. Stell dir vor, wie mich das traurig mischt. Spring nicht. Es gibt kein Problem, das sich nicht lösen lässt. Spring nicht. Weil ich das sicher nie verkraften könnte. Du stehst gewiss aus gutem Grund dort oben auf dem Dach. Aber sieh doch bitte ein, dass auch ich mir Sorgen mache. Hast du deinen Job verloren oder hat dich die Frau verlassen? Das ist hart. Aber musst mich auch ein bisschen verstehen. Spring nicht. Gang über die Bücher und fang nochmal von vorne. Spring an, weil ich sonst vor einem Scherbenhaufen stehe. Spring nicht. Hey, nach dem Regen scheint doch immer wieder die Sonne. Spring nicht, weil mein neuer Audi steht da unten. Weisst, dann schluck eine Hanfle-Pille. Oder stell einen Profi an, der die Umweltrecht killen kann. Nimm dir einen Strick oder kauf dir eine Knarre. Aber bitte spring nicht auf meinen Karren. Spring nicht. Ich flehe dich an auf den Knie. Spring nicht. Ich flehe dich an, verschon mein A3. Spring nicht. Bitte, bitte, es würde mich ruinieren. Spring nicht. Oder warte noch rasch, ich gang umparkieren. Publikumswahl mit dem Andrew. Guten Nachmittag miteinander. Die Lieder von dem Wunschkonzert sind im Voraus durch ein Online-Voting zusammengestellt worden. Wir geben euch jetzt nochmal die Möglichkeit, an drei Stellen von dem Nachmittag das Programm aktiv mitzugestalten. Und das geht so, dass jetzt die Anfänge kommen von zwei Liedern und wir können nachher darüber abstimmen, mit welchem Lied das weitergehen soll. Das ist Lied Nummer 1. Kurz etwas zum Wahlverfahren. Ich habe hier ein Schallpegelmessgerät, mit dem kann ich dBSPL A-bewertet messen, also die Lautstärke. Das wird dann gemittelt in Achtelsekunden und ich kann dann hier ablesen, wie laut das etwas war. Wir werden also über Applaus abstimmen. Das ist das Lied Nummer 2. Voilà. Wer will, dass als nächstes Lied Nummer 1 kommt, der klatscht bitte jetzt. Die Länge spielt keine Rolle. 88,7 ist das. Wer will das Lied Nummer 2 als nächstes kommt, klatscht bitte jetzt. Über 10 dB Lüter, es ist ganz klar, als nächstes Lied Nummer 2. Viel Vergnügen. Thank you.
Kühlschrank stehen normalerweise 9 Eier in 2 Reihen. Leicht versetzt, also nicht gerade hintereinander. Sie stehen im dritten Fach von unten oben an der Milch, direkt neben dem Anker in der Kühlschranktürenwand. Und wenn's genau anschaust, siehst du einen Stempel, der beweist, es sind Schweizer und sie kommen notabene vom Freiland. Und wenn ich durch die Küche stifle, dann höre ich's manchmal kiffle. Man könnte sagen, die haben ziemlich heavy Krach. Wo ich Türen aufreisse, gibt es braunes Ei an einem Weissen. Gerade guck voran, ein Eiertätsch aufs Dach. Natürlich hab ich's gefragt, was da los sei, und hab geflucht wegen der Sauerei, die's angerichtet haben. Da haben die Braunen total aufgebracht, gesagt, die Weissen rufen ständig, dass alle braunen Eier faule Eier sind. Und die Weissen haben erzählt, zuerst hegen aber schon die Braunen gesagt, die Weissen hegen allen weichen Grind. Und da hab ich mit ihnen geschumpfen, mit den Spitzen und den Stumpfen. Hab geschrauen, so könnt's nicht mehr weitergehen. Hab gesagt, wegen so banalen Gründen, wie der Farbe von der Schale münd, sich nur die dümmsten Eier die Köpfe einschlagen. Versetzt hintereinander stehen, habe ich dann im ganzen Kühlschrank verstreut. Doch sie haben das Gemüse angefangen zu mobben und haben am Käse gesagt, er sei ein Stinker. Und an Joghurt haben sich nicht wirklich sehr gefreut. So habe ich keine andere Wahl gehabt, habe eine Pfanne und etwas Öl genommen, habe Rührei gemacht und russischen Salat. Han wie vom Eiteufel besessen, eine Woche lang dran gegessen. Und ihr könnt euch denken, wie es mir jetzt geht. Als Diät pro Tage Zuckerwatte, gute Idee. Beim Zürcher Derby die Basler Fahne schwenken, gute Idee. Am Götti-Buben Schlagzeug schenken, gute Idee. Im Heustock oben Brötle wählen, den Sirup neben den Kombi stellen, an die Autoprüfung auf LSD. Bei Rotlicht aus Prinzip nie stoppen, der Chef von den Hells Angels foppen noch Whisky rum und Gin neues Frappe nie. Gute Idee, Bungee-Jumpen mit einem zu langen Seil, gute Idee. Der Düfter legen in die Einzelteile, gute Idee. In Sandalen eine giftige Schlange quälen, gute Idee. Als Sprache im Handy griechisch wählen, gute Idee. Mit Sommerpneu im Winter auf Barbahn, mit dem leeren Tank auf der Autobahn, auf Palermo gehen mit dem neuen BMW. Den Nagel in die Wand schlagen ohne Brillen und auf dem Flachdach fange ich spielen. Am Bub statt Ritalin, ein Viagra G. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Gute Idee. Thank you.
Havanna an der Tankstelle paffen, gute Idee. Beim Querwochlend in Lauftrieb gaffen, gute Idee. Barfuß draussen Holz gehen hacken, gute Idee. Im Stress nicht richtig fertig hacken, gute Idee. Bei der Steuererklärung umtricksen und ohne Deckel Cocktails mixen in Turnschuhe, Drittli Gas, Tür ab im Schnee. Ohne Fallschirm aus dem Flugzeug springen und heim, wenn du hell in der Kille singen. Und jetzt habe ich keine gute Idee mehr. E-N-D-E. Samstagabend vor der Glotze bist und bei Happy Day wieder zum Brüllen ist, dann freust du dich sicher besonders auf den musikalischen Live-Auftritt. Kommt dann irgend so ein super Music-Star und du wunderst dich, wie super rein und klar der singt, dann lass dir sagen, dass es da dafür eine einfache Erklärung gibt. Es ist alles Playback, es ist alles Playback. Nichts ist so, wie es scheint. Es ist alles Playback, es ist alles Playback. Sie haben dich reingeliebt. Und wenn dein Göttingkind zum Justin Bieber will, oder zum Eminem, zum Stress oder zu Gott, hart uns von dir auf den Geburtstag ein Besuch im Hallenstadion gibt, dann tönt dort alles ganz genau wie ACD. Und du hörst Instrumente, die du nie nicht kannst sehen. Auf der Bühne und ein unsichtbarer Chor singt jedes Mal den Refrain mit. Es ist alles Playback, es ist alles Playback. Nichts ist so, wie es scheint. Es ist alles Playback, es ist alles Playback. Sie haben dich reingeliebt. Der einzige Ort, wo du ganz sicher bist, das, wo live draufsteht, auch wirklich live drin, ist ein Live-Konzert von einzelnen Specht. Bei uns ist alles echt. Ja, bei uns ist alles echt. Nur bei uns ist alles Playback, es ist alles Playback. Nichts ist so, wie es scheint. Wir spielen Playback, immer noch Playback. Wir haben euch in der Luft. Sie schauen aufs Playback.
hat 1977 die Welt verlassen. Janice hat schon vorher und viel jünger müssen gehen. Der Jimmy ist im 70er im gleichen Alter gestorben. Der Jimmy ist ebenfalls nur 27 geworden. 1980 hat der John das letzte Mal Imagine gesungen. Ein paar Monate später ist auch die Stimme von Bob verklungen. Im 91 hat dann das Herz von Freddy aufgehört zu schlagen. Und 94 hat sich der Kurt das Leben genommen. 2003 ist der Johnny gestorben in Nashville unten. Im 4 hat der Ray die letzte Ruhe gefunden. Im Herbst 2009 haben sie den King of Pop begraben. Anfangsjahr der Chuck und der Patty kurz drauf ab. Aber wir sind noch da, haben höchstens mal eine Grippe gehabt. Wir sind noch da, hip hip hurra. Wir sind noch da und geht mit euch jetzt auf den Trip da. Wir sind noch da, wir sind noch da. Wir sind noch da, ihr müsst nicht mehr länger warten. Wir sind noch da, hip hip hurra. Wir sind noch da und die zweite Hälfte kann jetzt starten. Wir sind noch da, wir sind noch da. Zu deinem Loch auskreuchst, wenn du dann wochenlang am Tag dort um die Häuser schleichst, wenn die Nachbarn von Opfern ausquetschen gehst und nicht mal Familie und Freunde in Ruhe lässt, wenn du dich bedrängst am Telefon und auch die Hei und wenn du auch nicht aufhörst, wenn sie zehnmal sagen Nein, dann bist du kein Arschloch und auch keine dumme Sau, dann bist du kein Riesentrottel. Und auch keine Trippelfrau, dann bist du nicht pietätlos, bist nicht mal besonders grob. Nein, dann bist du Blickreporter und machst ja nur deinen Job. Wenn die, die nicht mit dir reden wollen, dazu zwingst. Wenn die, die nicht mit dir reden wollen, dazu zwingst. Wenn du nicht drohst, dass du sonst irgendein Gerücht über sie bringst. Wenn du wild und völlig haltlos über Täter spekulierst und unbescholtene Leute als verdächtig präsentierst. Wenn du sagst, man soll dir das Foto vom Verhafteten jetzt geben, weil sonst einfach willst du ein Bild von einem Unschuldigen nehmen. Dann bist du kein Arschloch und auch kein Dumm. Sau. Dann bist du kein Riesentrottel und auch keine Trottelfrau. Dann bist du nicht skrupellos und vom Chef gibt's ganz viel Lob. Weil du bist Blickreporter und machst ja nur deinen Job. Und wenn du bei den Gedenk 4 vor den Killen rumstehst, die Angehörigen nicht mal dort ungestört Trauer lässt, wenn du blöde Fragen stellst und nicht heimgehst, bevor du die Erinnerungsbilder beim Altar kopieren kannst, wenn die dann ohne zu fragen auf die Titelseite tust und auf so viel Dreistigkeit nicht selber kotzen musst. Dann bist du kein Arschloch und auch keine dumme Sau. Dann bist du kein Riesentrottel und auch keine Trottelfrau. Dann bist du kein Idiot, sondern gehörst zum Boulevardmob. Ja, dann bist du Blickredakteur oder schreibst für den Sein und fühlst dich wahrscheinlich gut dabei, weil du machst ja nur deinen Job. Thank you.
Das ist ein einfaches Lied mit einer simplen Melodie. Es hat keinen doppelten Boden und es schreckt keine Ironie. Ein tieferer Sinn wird sich dir nicht erschliessen. Kannst hinterher lehnen und einfach geniessen. Es ist ein einfaches Lied mit einer simplen Melodie. Das ist ein einfaches Lied mit einer simplen Melodie. Und wenn wir ehrlich sind, wir haben uns keine Mühe dabei. Es wird von Strophe zu Strophe immer röder und mit jeder Ziele werden die Reime noch blöder. Es ist ein einfaches Lied mit einer simplen Melodie. Das ist ein einfaches Lied, wo sich ständig wiederholt. Das ist ein einfaches Lied, wo sich ständig wiederholt. Wo man sie vor sich an Rock'n'Roll. Kannst beim Losen SMS oder kiffen. Seit der ersten Strophe hast du sie begriffen. Es ist ein einfaches Lied, wo sich ständig wiederholt. Das ist ein einfaches Lied, wo man gut mit klatschen kann. Oder mit singen so schalalalala. Everybody clap your hands and sing along. Help me getting through that simple song. Es ist ein einfaches Lied, wo man gut mit klatschen kann. Das ist ein einfaches Lied mit einer simplen Melodie. Und an einen Intellektuellen sag ich, das darf einmal sein. Da wird niemand angepisst, es gibt keine Provokation. Es ist halt mehr für die Leute aus der Agglomeration. Es ist ein einfaches Lied mit einer simplen Melodie. Publikumswahl mit dem Andrew. Es kommt der zweite Moment, wo ihr könnt wählen könnt. Das Prozedere kennt ihr schon. Wir kommen gerade zu Lied Nummer 1. Grüezi, guten Tag, schön, dass Sie, bevor Sie gehen, unsere Nummer eingestellt haben und sich von uns beraten lassen. Und gerade weiter zu Lied Nummer 2. Ist ein Papiernasstüchli in der Wäschmaschine reingelandet, wie das ich war? Freut euch nicht zu früh. Ihr könnt jetzt wählen, wer das Lied Nummer 1 wünscht. Klatscht bitte jetzt. Eins. Wer es 2 wird, klatscht bitte jetzt. Eins. Viel Vergnügen. Ist ein Papiernasstüchli in der Wäschmaschine reingelandet, wie das ich war? Wenn sie der Küche noch Spaghetti-Soße-Spritzer an der Wand hat, wie das ich war? Stinken die Hörnli von letzter Woche aus dem Kühlschrank wirklich übel, wie das ich war? Und ist der Kaffeesatz im Zürichsack statt im grünen Bio-Kübel, wie das ich war? Stehen wir beide rausgeputzt, parat, und es kommt kein Babysitter, wie das ich war?
Sind daheim noch alle Fenster auf und es kommt ein grusiges Gewitter, bei das ich war. Steht ein Nachbar in der Tür, will mir die ganze Nacht nur stritten, bei das ich war. Und hat beim Butterstab von vorne jemand an der Seite geschnitten, bei das ich war. Und ist die Rechnung von der Billag jetzt plötzlich dreimal teurer, wie das ich war. Und ist nach wochenlangem Suchen die Fernbedienung zumal im Gefrierer, wie das ich war. Fällt der Deckel von der Elmex, gab von Deckel auf den Pasten, wie das ich war. Und heult um Mitternacht verzweifelnd unser Klein im Kleiderkasten, bei das ich war. Wenn du den Tatort mal verpassest und den Los findest in deinem Kram, eine Grippe dich verwünscht und du kein Ticket hast im Tram, wenn du das Portemonnaie vergissest und dein Gott beim Bankomat und es wieder Weihnacht wird und du hast noch kein einziges Geschenk parat. Wenn ein Airbus explodiert und es gibt einen Stau auf der A2, wenn der Stromboli ausbricht und Bürgerkrieg in der Türkei, wenn sie in der Schweizer Welt plötzlich Pinguine hat und vor deiner Haustür steht jetzt doch ein Minarett. Das doch keinen Sinn, das ist best für ihn. Best für ihn.
Schauen Sie mal an, woher kommen jetzt die meisten Flüchtlinge? An der Zomerzeit Eritrea. Die kommen nur, weil man ihnen sagt, dort haben das schön. Diesen Staaten muss ein klares Signal, es muss sogar ein Abschreckungsprogramm, dass die Leute die Reise nicht machen. Dort sagen, wo sie herkommen, bleiben dort. Wow, wow, yeah. Wow, wow, Afrika. Wow. Afrikaner, weisst was ich nicht verstehe kann? Dass man das Paradies freiwillig verlassen kann. Und in ein Land, das durchnäblig ist und schiffert gehen kann. Wo man das Meer noch einen Sandstrand haben kann. Es gibt einen Grund, warum wir jeden Winter zu euch fahren. Ein ganzes Jahr lang für die Woche bei euch sparen. Bei euch ist es immer warm, alle Menschen sind so froh. Da und um ein Zebra gesehen, musst du nicht einmal in den Zoo gehen. Drum bleib daheim. Mit dir tauschen, den ganzen Tag am Strand nachlaufen. Armbändli und Kokosnüsse verkaufen. Ein flirten an der Bar und zum Zeit überbrücken. Ab und zu eine Touristin beglücken. Für dich will sich der Dusch überhaupt nicht lohnen. Weil bei uns haben alle Männer Burnout und Depressionen. Frauen können sich nicht entspannen, sind steif wie alte Tannen. In 9 von 9 Fällen, da lönt die einem nicht an. Drum bleib die heim. Es nicht nach Palmen, es wird dir niemals gefallen. Da bei uns schmilzt nach Bern, Basel, Zürich und St. Gallen. Ja, bei uns kannst du nur schaffen, 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 schaffen. Bei uns gibt's nur Gier und keine Giraffen. Bei uns tut man's Nacht, wir tanzen in der Gasse. Bei uns tut man lieber in der Stube jassen. Bei uns wärst du nur einer von der einwandernden Massen. Und was das betrifft, lassen wir mit uns nicht spassen. Drum bleib allem Europa möchtest besuchen, empfehle ich dir als Reiseziel einen schönen Ecken zu buchen. Lieber Malta oder Kos als Uzwil oder Horgen, sonst landest du am Ende noch bei unserem Bauern zu morgen. Witz, spurlos verschwunden. Das Bankgeheimnis in der Schweiz, spurlos verschwunden. Italien als Fußballmacht, spurlos verschwunden. Meine Liedidee von gestern Nacht, spurlos verschwunden. Pesetas, Gulden, Mark und Lire. Freude am Geburtstag
vier. Das Flugzeug aus Malaysia, die Frau, die ich geheiratet habe. Spurlos verschwunden. Grosse Pop-Ikonen, spurlos verschwunden. Haar in der Bikini-Zone, spurlos verschwunden. Traucherabteil in den Zügen, schlechte Gewissen, wenn ich lüge. Der Regenwald auf Borneo und das Nilpferd im Zürich Zoo. Spurlos verschwunden. Spurlos. Spurlos. Aber wir sind noch da und auch wir sind dort verschwunden. Wir sind noch da, hip hip hurra. Wir sind noch da und spielen sonst für unsere Kunden. Jetzt werden wir alle ganz ruhig. Entspannen uns auf diesen Stühlen. Schnaufen ein, zweimal tief ein und aus. Und dann konzentriert ihr euch nur noch auf die Hand vom Roman. Ich werde jetzt dann von 5 retour zählen bis auf 0. Wenn ich bei 0 bin, werdet ihr alle in einen tiefen Schlaf sinken. Wir sind ganz bei der Hand vom Roman. 5 4 3 2 1 0. Das ist das brillanteste Konzert, das ihr je gesehen habt. Wunderschöne Melodien, witzige, zum Teil tiefsinnige Texte, vortragend von 3 äußerst attraktiven jungen Männern. Wenn das nächste Mal der Andrew auf die Bühne kommt und euch 2 Lieder vorschlägt, dann nehmen wir es 2. Das 1 können wir nicht. Wir spielen jetzt noch 3 Lieder und sind dann am Ende des Konzerts angekommen. Und ihr werdet in dem Moment so begeistert sein und glücklich sein, dass ihr spontan in eine euphorische Standing Ovation übergeht. Ich zähle jetzt wieder retour von 5 bis auf 0. Ihr werdet verwachen, eure Vögel wohlfühlen und beim Rauslaufen das Bedürfnis spüren, viel von unseren CDs zu kaufen. Fünf, vier, drei. Aufwachen!
Ich habe all die verfluchten Gedanken an dich aus meinem Kopf rausgepresst und in ein Kuvert reingetan. Hab's weggeschickt, weit weg. Aber 3 Tage später das Kuvert schon wieder im Briefkasten gehabt. Mit dem Hinweis versehen, sei nicht genug hoch frankiert. Also bin ich auf Post und hab mich dort informiert. Sie haben meinen Brief gewogen und sehr überrascht gesagt, all Marken von der Welt langen nicht für die Last. Hab die Gedanken an dich mit Draht umwickelt und hab ein paar schwere Steine dran gehängt. Bin am Bürkliplatz gefahren, hab ein Pedalo geklaut und hab die ganze Fuhr mitten im Zürichsee versenkt. Spät in der Nacht, verschwitzt und erschöpft, bin ich heimgekommen und hab einen Schäppis geköpft. Endlich erlöst, hab ich ein Bad eingelassen und nicht daran gedacht, dass ich das Wasser aus dem Zürichsee habe. Hab's in den Felsspalt reingezwängt und mit Beton übergossen. Hab's mit Dynamit gesprengt, hab Granaten draufgeschossen. Hab's in Säure aufgelöst, mit Feuer und Flamme probiert. Doch nichts von all dem, nichts hat funktioniert. Drum trage ich die verfluchten Gedanken an dich immer noch mit mir rum und es wär wirklich hilfreich, wenn jemand von euch da unten im Saal sie mir könnt abnehmen, wie ist egal. Publikumswahl mit dem Andrew. Wir kommen zu der dritten und letzten Wahl. Ihr habt freie Entscheidung. Wer das Lied Nummer 1 will, klatscht bitte jetzt. Ja. 96. Wer das Lied Nummer 2 will, klatscht bitte jetzt. 2 Ich kenn sie schon, Mary Long. Und auch schon lang sind wir Persil. Doch wo sie du macht, ja, da macht's in meiner Hose Playmobil. Seither ist um mich Passaia und sie ist mein Odor. Komm, sitzt sie vis-à-vis, schon bin ich Stimmerol. Seit vielen Tagen sind Affekts, ja, so ne Brünet musst zuerst Findus. Ohne Zweifel, ja, ich wott's, sie ist einzig auf dem Globus. Wärst bin ich Alpha und ich werd in Romeo. Ich will mit dir walzen tanzend in die grosse Welt aus Ego. Es so schöne Ohrenfüßli. Ich will sie und ich will auch dich. Und du darfst an meine Balli, wenn ich darf dein Hero sein. Im Happy Bed. Auf die Frage, ob sie Chemis Nestle, seit sie süß wie ein Maestrani. Um Edding will sie mi Bata und sie müß mich jetzt Armani.
ist so, weil sie kein Kodak sagt. Adidas, ich sage SBB und ganz tief Interio, da tut mir das VW. Ich sag bitte, du Novartis, schau von Jäcklin da ein Gucci. Ich schenk dir noch viel Mercedes, denn Disney macht mich Fuji. Kennen wir Emotionen? Ich bin so voll, du bist meine Alpha. Oh. Und ich werde in Romeo. Ja. Ich will mit dir Walz und tanzen. Rätsel, die grosse Band aus Ego. Es so schön in euren Füßen. Und ich will Audi. Und du darfst damit. Doch jetzt tut sie plötzlich hakle, will mit mir nicht Vögele. Ja, ich denk, vielleicht hat sie Mens oder ist ein Toffifee. Sie sagt, hey, was watsch? Leck mir all am Ariel, dann haut's mir reis als Chibo und ist sofort fort, ganz schnell. So tröst mich mit der Annabelle. Ich mag sie mini Kleenex und muss ich quick mal leise, denn die Wichse hat auf die Picoflex. Sie mag's wie der Max mit. Ich twix auf Picoflex. Sie mag's wie der Max mit. Ich twix auf Picoflex. Sie mag's wie der Max mit. Ich twix auf Fußbitz gibt und wer neben dir im Bett drin liegt. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Wer die Mehrheit hat im Bundesrat und ob dein Reissverschluss zugeht. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Ob er dir zulässt beim Gebet und ob's noch Wattenstäbli hat. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Ob du auf einen neuen Wagen sparst oder immer noch dein Audi fahrst. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. All das ist nicht mehr wichtig jetzt. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Ob der Roger noch ein Grand Slam gönnt und ob dir dein Chef Ende Monat kommt. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Ob die Welt morgen Mittag untergeht und ob's dann im Blick am Abend steht. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Ob ein Sieg gegen die Franzosen klingt, wie eine Hautarztdiagnose klingt. Wer in Kairo mit Matrosen ringt und wenn der Bachelor eine Rose bringt. Auch das ist nicht mehr wichtig jetzt. Das ist nicht mehr wichtig jetzt. Weil wir sind noch da, wir sind noch da. Wir sind noch da. Und nur das ist jetzt noch wichtig. Verpflichtet, uns jetzt so richtig für das Jahr.
Ja, da wir ja gestern Nacht noch zu Luzern gespielt haben, haben unsere Techniker dort bis um 1 müssen aufräumen. Sind dann auf Arosa gefahren, auf die 3:30 am Morgen. Haben dann 9 oder 8, 9 müssen aufbauen. Und ich finde, für das haben sie einen besonderen Applaus verdient. Am Ton der Köks. An den Projektionen und am Licht, das ist der Janik. Und auch mit dabei der legendäre Roadie, der Andrew. Auf dem Land, da ist alles noch wie früher. Der Stall voller Kühe und der Garten voller Hühner. Bei uns auf dem Land, kannst du mir glauben, da steht die Kirche noch im Dorf und das Matschi neben Aroma. Bei uns auf dem Land, da hockt man z'Abend in den Beizen. Der Hanf wächst bei uns noch zwischen Mais und dem Weizen. Bei uns auf dem Land kannst du nur rechte Schweizer finden. Weil alles, was euch stört, mehr im Schüttiloch verschwinden. Bei uns auf dem Land. Bei uns auf dem Land, bei uns auf dem Land, bei uns auf dem Land. Bei uns auf dem Land, da ist die Welt noch in Ordnung. Die Frau steht am Herd und der Herrgott ist noch zornig. Bei uns auf dem Land, da werden die Schöfli noch geschoren. Und wenn der Bub nicht essen will, dann gibt's ein paar Atoren. Bei uns auf dem Land, da melkt der Bauer nicht nur mehr Kühli. Er braucht Maschinen auch für sich und genießt das auf seinem Stühli. Bei uns auf dem Land, da wird noch hemmungslos gelacht, wenn man Witzli über Sex mit der Milchmaschine macht. Bei uns auf dem Land. Bei uns auf dem Land, bei uns auf dem Land, bei uns auf dem Land. Bei uns auf dem Land gibst alles für dein Papi. Bei uns auf dem Land gibst alles für dein Mami. Und manchmal gibt's dafür ein Redli vom Salami. So ist das bei uns auf dem Land, Gott verdammt! Papier hat nicht nur Angst vor dem Feuer.
Er hat auch sonst ein paar grosse Probleme. Wenn du die Milch ins Gumpfi-Glas nimmst, dann ist etwas falsch. Wenn du gern der Bischof Haas wärst, dann ist etwas falsch. Wenn du gern in Reihe und Glied stehst, dann ist etwas falsch. Wenn du vor dem Dessertbuffet heimgehst, dann ist etwas falsch. Wenn du lieber Fernsehen schaust als zu knutschen, dann ist etwas falsch. Wenn meinst, es müsse sich immer reimen, dann ist etwas falsch. Standesamt muss raten, dann ist etwas falsch. Du rührst den Ring statt die Handgranate, dann ist etwas falsch. Wenn du meinst, dass seine Frise echt ist, dann ist etwas falsch. Und wenn nicht Fan von Heinz der Specht bist, dann ist etwas falsch. Etwas falsch. Wenn meinst, Konzert geht jetzt noch weiter, dann